Hallo, hier ist Orlando Owen mit einem kleinen oder vielleicht auch längeren Video für dich zum Thema, warum du im Leben nicht das bekommst, was du willst. Und das ist eigentlich schon eine kleine, nicht Trickfrage, das ist ja keine Frage, sondern es ist ein eingebauter Trick drin, denn hier geht es um das Wort, das operative Wort wollen. Die Rolling Stones haben schon in den 60er, 70er Jahren gesungen, "You can't always get what you want, but if you try sometime, you can get what you need." In anderen Worten, du kannst nicht immer im Leben das kriegen, was du willst, aber wenn du dranbleibst, frei übersetzt, dann kriegst du vielleicht das, was du brauchst. Das ist schon mal einmal ein Riesenunterschied. Das, was du glaubst zu wollen, was du wirklich willst, was du brauchst oder glaubst zu brauchen, hier allein fängt schon das ganze Problem an. Und das hier überhaupt ist, wenn du so willst, einmal der Deckel zum Puzzlespiel oder ein Überblick. Wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich ADS nicht nur habe, sondern erfunden habe. Ich habe die Patentschriften und jeder, der ADS hat, zahlt jeden Monat einen Cent dran und deshalb bin ich auch Multimillionär. Der zahlt einen Cent an mich. Auch schon mal ein Eichhörnchen. Ja, hier gibt es viele Ablenkungen. Ich bin hier in meiner Heimat Marina del Rey, der größten Marina der Welt, 6700 Boote liegen hier vor Anker. Ich bin nur ein kleines Boot und ich habe Jahre hingearbeitet, dieses Boot mir leisten zu können, auch wenn es ein bescheidenes Boot ist, aber es ist immerhin meins und es ist bezahlt. Ich habe keine Kredite etc. Das ist einer der schönsten Orte der Welt. Hier scheint eigentlich jeden Tag die Sonne und natürlich ist es fast für mich wie das Paradies auf Erden, aber das heißt nicht, dass ich immer alles bekomme, was ich will. Und das heißt auch nicht, dass ich immer alles habe, was ich glaube zu brauchen. Schauen wir uns einfach mal die ganzen Dinge an. Wir kennen alle The Secret, das Geheimnis, als wenn das wirklich ein Geheimnis wäre, anstatt eines kommerziellen Machwerkes, was es wirklich ist. The Secret ist sozusagen ein Auto, ein Baukasten ohne Motor, ohne Getriebe. Was, du willst Räder dazu, Sitze? Nichts davon ist drin. Deshalb verkaufen sie dir dann im Anschluss eben ganz, ganz viele Anschlussprodukte. Das fehlende Manual, also die fehlende Gebrauchsanleitung zu The Secret. The Secret kriegst du für wenig Geld, aber die ganzen teuren Geheimnisse kriegst du für viel Geld dann nachher, weil es einfach unvollständig ist. In dieser Podcast-Serie, keine Ahnung, wie viele Folgen es werden, aber das Thema ist einfach zu groß, um es in einem Podcast, in einem Video zu behandeln. Diese ganze Serie aus Videos ist sehr komplex und hier wird es um Dinge gehen wie das Gesetz der Anziehung, oft zitiert, so gut wie nie verstanden und schon gar nicht richtig angewandt. Es wird um Manifestation gehen und auch um Wollen, um Wünschen, Wünschen und Bekommen, Bestellung beim Universum und natürlich Intention und magischer Wille. Was sind diese ganzen Dinge und wie unterscheiden sie sich vor allen Dingen? Und ob du meine Arbeit nun kennst oder nicht, wenn du ein bisschen dich mit der Materie beschäftigt hast, wirst du sicherlich herausgefunden haben, dass da draußen im der kommerziellen Motivationstrainer-Szene oder in der New-Age-Szene oder wie immer das jetzt bezeichnet werden soll, einfach wahnsinnig viel Unfug erzählt wird. Und die Leute werfen damit Wunschdenken und Liebe und Licht und ja, setzt sich nur in das Gefühl rein und schon wird es so, naja, von der Grundkonzeption her ist es nicht ganz falsch, aber nicht so, wie es die Leute machen. Das ist Hausfrauen, Larifari, Milchmädchen-Unfug, okay? Nichts gegen Milchmädchen, aber das ist einfach Unfug, was da draußen eben so erzählt wird. Und es geht eben nicht so, ja, ich setze mich hin und ich manifestiere und ich habe Ziele setzen und erreichen. Hey, geh zu irgendeiner Online-Konferenz über Motivation etc. oder geh zu irgendeinem Kongress. Immer ist irgendein Schwachmat dabei, der dir erzählt, Ziele setzen und erreichen und du musst dir Ziele setzen und erreichen und die abarbeiten und die holst du aus einer Einkaufsliste und dann musst du sie erreichen und musst unter der Dusche stehen und Affirmationen rausschreien und bla bla fucking bla. Alles Unfug. So funktioniert es niemals, jemals. Und hier wird es auch um das Wort Wollen gehen, hier wird es um Intention gehen, Manifestation, alles ganz grundverschiedene Dinge, die alle eng zusammenhängen, aber dennoch im Grunde genommen oft in krassem Widerspruch zueinander stehen. Und mir haben die Leute mal gesagt, ja, du musst ein Magnet werden für die Dinge in deinem Leben. Das ist super. Dann habe ich einen Magneten geschluckt und habe mich hingesetzt und habe gewartet, was so alles kommt. Hey, es kommt viel Schrott,
Warum? Schrott ist aus Eisen und Eisen ist magnetisch. Und die meisten Metalle sind nicht magnetisch. Die meisten Legierungen sind nicht magnetisch. Am allerwenigsten Gold. Und wenn du Gold in dein Leben ziehen willst, dann musst du wahrscheinlich ein wenig tiefer ausholen, als dich einfach nur hinzusetzen, zu sagen, Om Shanti, ein paar Räucherstäbchen anmachen, New Age Bullshit. Und ich ziehe jetzt Dinge in mein Leben und ich mache kreative Visualisierung. Hey, diese Bücher über kreative Visualisierung habe ich schon in den 70er Jahren verschlungen. Shakti Gawain, Creative Visualization, wunderbar. Ist auch alles, was dran funktioniert, auch wenn du wirklich in die Tiefe gehst. Aber wenn du nur die oberflächliche Version nimmst, und die Leute heute sind halt nur oberflächlich. Vor 20, 30 Jahren hatten die Leute eine durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von 20 Minuten. Und das wurde beklagt, weil es im Verhältnis zu früher, wo die Leute mal 8 Stunden über einem Buch gesessen haben oder sich mit einer Sache beschäftigt haben, halt völlig absurd ist. Durch Facebook, Twitter, E-Mail, Skype, den ganzen Unfug da draußen und allen voran natürlich Pokémon Go. Hey, wenn du Pokémon Go spielst, wirst du wahrscheinlich mehr Probleme in deinem Leben haben, als ich dir hier in 100 Videos lösen kann. Also schalte dich hier raus, geh weg, geh Pokémon Go spielen und wundere dich dann nicht, wenn CIA und NSA und all diese Sachen genau wissen, wo du wohnst, wann du machst, wann du irgendwas tust. Super. Ihr macht's alle selbst, okay? Durch Facebook. Ich habe gerade gegessen, das muss ich jetzt dokumentieren. Selfie. Alles Narzissmus, alles einfach Endzeiterscheinung. Wenn diese Zivilisation bald untergeht, dann kann ich nur sagen, hey, wir haben alle dazu beigetragen durch solchen Unfug. Wollen, wünschen, bekommen hat alles keine Kraft. Und vor allen Dingen, was die Leute schon mal gar nicht verstehen, das Gesetz der Anziehung, was es wirklich sagt, ist, das, was sich entspricht, zieht sich an. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn du 105,4 am UKW-Band reinkriegen willst, den Sender, musst du deinen digitalen Tuner in deinem Autoradio auf diese Frequenz reinstellen, sonst kriegst du eben andere Sender rein. Allein da fängt schon mal an, überhaupt die Sender rauszufiltern, weil wir sind immer von 20, 50, 100 Sendern durchflutet, sonst würden wir sie ja nicht alle per Abruf haben und 10.000 Handysignalen und Pokémon Go und frag mich nicht. Und da geht es schon mal überhaupt darum, herauszufiltern, was du willst, was du brauchst, was du wirklich willst, wo die Emotion positiv ist. Und hier ist das, was das Gesetz der Anziehung wirklich besagt. Es sagt, die Dinge, die sich entsprechen, ziehen sich an. Und alles, was sich nicht entspricht, kann sich auch nicht anziehen. Dann sagen die Leute, ja, du musst dich im Inneren reich fühlen. Im Prinzip richtig, aber können vorlachen. Wenn du in Armut sitzt und hast nichts und willst nichts und hast keine Freundin, wenn du ein Mann bist, oder keinen Mann, wenn du eine Frau bist, oder was immer es ist, und kein Geld und nichts dies und nicht das und wünschst dir alle Sachen, dann sind, wenn du das ins Universum rausschleuderst, als Wunsch oder als Manifestation, mit Intention hat es nichts zu tun. Das ist Wollen, Wünschen. Das hat keine Kraft. Ich will dir auch erklären, warum. Denn was du da rausschickst in Wahrheit, ist zweischneidig. Ein Teil von dir sagt, ja, ich will das und gibt dem Energie. Aber ein viel größerer Teil von dir kommt im Inneren emotionell aus diesem, ich habe nicht und ich möchte gern und ich habe nicht und ich will. Und das ist eben genau das Problem mit Wollen. Es hat keine Kraft, weil du schleuderst eigentlich das Gegenteil ins Universum. Das Universum, ja, dein Wunsch ist mir Befehl, wir kennen das alle aus dem Secret etc. Nicht falsch, was das Universum, was du glaubst zu sagen. Ja, aber ich habe mir Geld bestellt und es kommt noch mehr Armut. Ja, warum? Unbewusst hast du aus Mangel im Inneren heraus, aus einem Defizit bestellt. Und dann denkst du, ja, das habe ich aber, ich sag doch, was ich will. Das ist nicht das, was das Universum hört. Denn der Hauptteil deiner emotionalen Schwingung, und darum geht es wirklich, kommt aus, ich habe nichts, ich kann nicht, ich möchte so gern und ich bin leer und ich bin unglücklich, ich bin unvollständig, ich bin bedürftig und frag mich nicht alle diese wunderbaren Sachen. Und das ist es, was das Universum wirklich hört. Okay? Das ist es, was es hört. Nichts anderes. Und dann sagst du, hey, du bestellst gerade Mangel, du kommst aus Mangel, diese Energie, ja, ich entspreche dieser Stimmung jetzt, ich bin völlig komplett impartial, wie sagt man auf Deutsch, also eigentlich gnadenlos, also völlig unparteiisch da, das interessiert mich nicht. Das, was du bestellst, liefere ich dir, und wenn es dir nicht passt, ist es dein Problem, dann bestell gescheiter. Genau. Ein wahrer Magier, wie du weißt, heißt ja mein Haupt, wenn du so willst, Unternehmen oder meine Hauptanstrengung, Magic Mayor. Und das beschreibe ich oder schreibe ich mit CK. Und der Grund, warum ich es mit CK schreibe, das ist Hochmagie. Wir reden hier nicht von Aleister Crowley oder dunklen Geschichten. Alles hat eine dunkle und eine lichte Seite. Hier reden wir von der Manifestation guter Dinge. Und ein echter Magier. Ja, ich bin der Herrscher und der Schöpfer meiner Realität. Ja, bist du.
Aber das Einzige, was dazu zählt, ist, dass du die inneren Zustände bearbeitest. Und ein echter Magier, und hierum geht es, im Gegensatz zu Muggles, wenn du Harry Potter kennst, also nicht magische Menschen, die denken, das Leben ist Zufall oder Dinge passieren mir oder ich bin ein Opfer. Das ist Muggeltum, das ist nicht magisch. Und warum ich es mit CK schreibe, ich will es unterscheiden sowohl von Illusionismus, also Bühnenmagie, du weißt schon, was ich meine, der Zauberer. Und ich will es auch unterscheiden von dem herkömmlichen Vorstellungen von Magie als etwas Wunschdenken, Übernatürliches, eben Harry Potter etc. Obwohl die Bücher viel, viel magische Wahrheiten und Tiefgang enthalten, wenn du sie wirklich verstehst. Aber das kann nur ein Magier verstehen. Und wenn du zu einem magischen Menschen werden willst, der wirklich Dinge manifestiert, Kraft deiner Intention, des magischen Willens, und das hat nicht mit Ich will zu tun, das hat gar nichts damit zu tun, das ist eine völlig andere Art des Willens. Das ist eher wie im Englischen, I will, the magic will. Und das ist Intention. Und die kommt zunächst einmal aus einer ganz, ganz klaren Kontrolle und Bewusstwerdung über deine inneren Zustände, emotionale Natur. Da kommt es her. In anderen Worten, habe ich das Gefühl, dass mir Dinge überhaupt wirklich zustehen? Habe ich unbewusste Schuldgefühle? Habe ich unbewusste Minderwertigkeitsgefühle? Und wer hat die nicht? Wir haben alle diese Sachen. Und das wird dich eben auch zu Fall bringen unter Umständen. Und ich werfe dir hier 10.001 Sache in den Kopf. Wahrscheinlich denkst du, ja, der hat wirklich ADS. Sage ich dir, ich habe es erfunden. Oh, schau mal, noch ein Eichhörnchen. Nein, es geht darum, wenn du wirklich Dinge manifestieren willst, dann nützt es dir nichts, einfach Manifestationspower aufzubauen. Denn das wäre so, als wenn du einem Kind oder einem Jugendlichen ein Auto mit 1.000 PS in die Hand gibst, der noch nicht mal sauber fahren lernen kann oder fahren kann. Üb erstmal mit einem rostigen VW Käfer oder heutzutage vielleicht mit einem rostigen Polo oder Ford. Völlig wurscht. Mein erstes Auto hat $1.000 gekostet, okay? Es war ein uralter Kombiwagen, ein riesen Schrotthaufen. Und die gute Nachricht war, die schlechte Nachricht war, es war super schwammig. Und das heißt, wenn du so am Lenkrad gedreht hast, ist nichts passiert. Das Auto ist weiter mehr oder weniger geradeaus gefahren. Hat vielleicht ein bisschen geschwabbelt, aber es ist weiter geradeaus gefahren. So waren halt amerikanische Autos in den 70er Jahren. Heute sind sie so gut wie deutsche Autos, aber damals waren sie richtig schlecht. Das war die schlechte Nachricht, aber die gute Nachricht war, wenn ein Teenager Fehler macht, setzt es sich nicht sofort um in Katastrophen. Und das Gesetz der Anziehung ist nicht das einzige Gesetz, was bei Manifestation eine Rolle spielt, sondern wir haben Gott sei Dank auch eine Zeitverzögerung und wir haben gewisse Toleranzzonen, also Grenzbereiche. Es wäre eine super Katastrophe, wenn du Autorennen fährst, so wie ich sie früher gefahren bin, in Monopostos, also Formel-Typ-Autos mit freistehenden Rädern. Du machst so am Lenkrad und das Auto ist 10 Meter rechts oder links. Das heißt, 1 Zentimeter am Lenkrad heißt, du bist aus der Piste weg. Das heißt, du musst ganz anders fahren lernen. Du musst Kraft deiner puren Intention, das hat was mit magischem Willen zu tun. Nicht, ich will jetzt schneller sein, sondern es hat was zu tun, ich weiß, wo es lang geht und ich weiß, wie ich es mache. Und das sind Dinge, wo wir einfach sehr, sehr froh sein können, dass das Universum so gnädig ist und nicht sofort alle unsere Wünsche sofort in die Tat umsetzt, sondern du kannst heutzutage noch, vor allem wenn du ein Muggel bist, von Magiern, da sind die Erwartungen höher. Da setzen sich Sachen viel, viel schneller in die Realität um. Auch alle deine Ängste und auch alle deine unbewussten Schuldgefühle. Und all das spielt eine Riesenrolle. Und du hast das Glück des Grenzbereichs im Manifestieren. Denn wenn du heute dich, jeden Monat liest du hier irgendwo in den USA, wie sich irgendein Multimillionär oder Milliardär an 1000 PS Porsche, weiß ich was, umgerüstet hat und fährt damit rum und schon auf der ersten Fahrt fliegt er aus der Kurve, weil er überhaupt nicht damit umgehen kann. Und so ist es auch mit all diesen anderen Sachen. Wenn du Dinge manifestieren willst und du gibst da jetzt Emotionen und Nachbrenner rein, das ist so, als wenn du dein Auto tunst und die schlechte Nachricht aber ist, das heißt, du kommst schneller nirgendwo an, wenn du Glück hast, oder du kommst schneller in Katastrophen an, denn alles wird dann schneller manifestiert, präziser manifestiert und kein loses Wort, was du sagst, steht in der Bibel, wird leer in deinen Busen zurückkehren. Also sei sehr, sehr vorsichtig, was du dir wünschst. Und ich habe jetzt hier nur ganz, ganz viele verschiedene Sachen angerissen. Das ist eines von vielen, vielen Videos, die ich zu dem Thema mache. Und ich bin gerade ein bisschen im Fluss und das alles trotz meines ADS. Eichhörnchen? Ja, ganz viele Eichhörnchen. Da sind hübsche Mädels, das kennst du jetzt im Moment nicht, auf Paddleboarden. Hier gibt es jede Menge Ablenkungen. Aber ich versuche eben so fokussiert wie möglich zu bleiben. Und so ist es eben auch mit Manifestation. Das ist laserähnlicher Fokus. Aber nicht Zielsetzung erreichen.
Nee, so funktioniert es nicht, mein Lieber. Das ist einfach New Age Unfug und seien wir ganz ehrlich, die meisten Motivationstrainer in der heutigen Zeit sind nichts anderes als New Age Bullshit-Prediger, die einfach nur irgendeinen Unsinn gelesen haben, ihn wieder zum fünften Mal aufkochen von Anthony Robbins von vor 30 Jahren oder von Brian Tracy, Ziele setzen und so weiter und so fort. Ziele setzen erreichen. Du musst überhaupt erstmal wissen, was du dir wirklich wünschst. Denn das hängt ganz eng mit den Emotionen zusammen, die du dann dem Universum zwecks Manifestation entgegenschleuderst. Und wie du siehst, ich springe hier scheinbar zwischen 10.000 verschiedenen Sachen herum, weil sie alle miteinander vernetzt sind. Ich will dir nur mal einen Überblick geben und dir zeigen, was alles hier für eine Rolle spielt. Und als ich vor 10 Jahren einen absoluten finanziellen Absturz hatte, da musste ich lernen. Da geht es ganz schnell in den USA. Das ist nicht wie in Deutschland 18 Monate, bis sie dich rausgeklagt haben, sondern 5 Tage. Da kommt der Sheriff, wirft dich auf die Straße und deine lieben 7 Sachen. Und wenn du Pech hast, sperrt er dich auch noch ein. Und das heißt, du musst lernen, wirklich zu manifestieren. Und damals saß ich da, das war ungefähr die Zeit, wo The Secret gerade so populär wurde und jeder den Schmarrn nachgeplappert hat, ohne irgendwas zu begreifen, Gesetz der Anziehung, Law of Attraction. Und da konnte ich unter echten Bedingungen, unter wirklich auf Leben und Tod, wenn du so willst, und es gab sehr, sehr wohl gefährliche Situationen, musste ich innerhalb von 18 Monaten, die ich jeden Tag Obdachlosigkeit und Hungersnot ins Auge geschaut habe, keine Sozialhilfe gibt es bei uns alles in der Form nicht und ich wäre niemals jemand gewesen, der sie gekriegt hätte, weil ich mein Leben lang selbstständig war. Als Selbstständiger bist du immer zwischen allen Stühlen, okay? Und da musste ich lernen und übrigens damals war ich noch Millionär in Vegas, habe all mein Geld verloren, bin dann nach Sedona, Arizona gezogen und dort hatte ich plötzlich Anschluss an alles, was ich vorher gelernt hatte. Ich war schon einmal in Sedona und da kam ich mit Kräften in Verbindung, die es mir ermöglicht haben, Dinge tatsächlich aus dünner Luft heraus, wenn du so willst, zu manifestieren. Und daher weiß ich, was im Gesetz der Anziehung funktioniert und was nicht. Und wie du vielleicht weißt, mache ich jedes Jahr, auch dieses Jahr, 1 bis 2 Sedona Ultimate Challenges. Das ist ein ultraintensiver 7-Tage Workshop plus meistens 1 bis 2 Bonustage. Und in diesem unglaublich intensiven Erlebnis in Sedona, dem mächtigsten Kraftplatz der Indianer Nordamerikas, dem mächtigsten Kraftplatz, den ich kenne, da gehen wir in all diese Themen rein. Und das schon nach 1, 2 Tagen merken die Leute, das, was sie glaubten zu wollen, was sie glaubten, ihre Wünsche sind, merken sie sehr, sehr schnell, oh, das sind vielleicht irgendwelche Wünsche aus einer Einkaufsliste oder vom Ego her, aber mit meinen echten Herzenswünschen hat das gar nichts zu tun. Und wenn du die kriegst, wenn du daran Anschluss kriegst, überhaupt mal rausfindest, was die sind, dann ist echte Manifestation gar kein so großes Kunststück mehr. Dann kriegst du die Dinge, die wirklich gut für dich sind und die deiner eigentlichen Schwingung entsprechen. Und natürlich über diese 7 Tage, wir machen sogar ein spezielles Ritual an einem Tag, relativ am Schluss, wo es um nichts anderes geht, als all diese unbewussten Schuldgefühle, Selbstsabotage, was hindert mich eigentlich dran? Wieso glaube ich eigentlich, dass mir die wirklich guten Dinge im Leben nicht wirklich zustehen? Ja doch, die stehen mir zu und ich kann das affirmieren. Bull fucking shit. Funktioniert nicht. Also, in Sedona zum Beispiel, oder eigentlich nur in Sedona, machen wir ein extra Ritual nach vielen, vielen Tagen der schamanischen Einweihung, wo du plötzlich auch merkst, hey, ich weiß jetzt endlich, was ich wirklich will und es ist was anderes, als ich vorher noch dachte, als ich in Castrop-Rauxel beim Job saß. Und jetzt stelle ich plötzlich fest, wow, ich konnte es gar nicht in mein Leben ziehen, denn A, kam ich aus bestimmten emotionellen Zuständen, die ich hier endlich erlösen konnte, hier in Sedona und nicht vorher. Und hier komme ich endlich auch an diese ganzen Gefühle, Deservingness, steht es mir wirklich zu, was habe ich für Schuldgefühle, Unbewusste, Mehrkulpa, all das, was wir Jahre und Jahrzehnte aufnehmen von Kirche, Staat, Schule und so weiter, der ganzen Unsinn, Elternhaus, all das lösen wir dort ein für alle Mal auf, sodass du wirklich vollen, direkten, unmittelbaren Zugang hast zu all dem, was du dir wirklich wünschst und dann lernst du vor allen Dingen, was wahre Intention ist und wie du ich will und ich muss und ich darf und ich brauche, aus diesem ganzen Mist herauskommst und einfach in direkte, klare, unmissverständliche Manifestation hineingehst. Und dann schalten sich alle Ampeln auf grün. Ich habe das in Sedona getestet, ich habe es in Miami Beach getestet, in dem, wo ich auch kurz vorher dazwischen mal gewohnt habe und habe festgestellt, ja, ich kann Dinge manifestieren. Und am ersten Tag, ich hatte immer 7 rote Ampeln auf dem Weg zum Strand in Miami Beach. Und am Anfang und nach einigen Wochen und Monaten, wo ich wirklich angefangen habe herauszufinden, wie es wirklich geht, echten magischen Willen und pure Intention, Gesetz der Anziehung wirklich für mich zu nutzen, war erstmal eine Ampel grün, dann 2 und am Schluss habe ich es geschafft, jedes Mal auf dem Weg zum Strand
alle 7 Ampeln auf grün zu haben. Und dann wusste ich, konnte immer genau sehen, aha, da bin ich. Ich habe das 6 Monate lang ausprobiert und dann wusste ich, okay, jetzt bin ich da. Und plötzlich kam alles von alleine, ohne Ziele zu erreichen. Ich habe mir nie Ziele gesetzt, ever. Und habe trotzdem mehr erreicht als 99% aller Menschen, die ich kenne. Okay, weil es einfach Schwachsinn ist, dieses Ziele setzen zu erreichen. Wenn du wirklich wissen willst, wie es wirklich geht, dann komm mit uns zur 7-Tage-Sedona Ultimate Challenge. Und ganz viele Leute haben mir nachher gesagt, weißt du, Orlando, am Anfang habe ich gedacht, ich kann mir das nicht leisten. Flug und Unterkunft und dieses ganze Geld da, das ist ja viele, viele tausend Euro. Und nach ein paar Monaten haben sie nicht nur plötzlich viel mehr Geld verdient, weil plötzlich alles gestimmt hat, alle Ampeln waren auf grün, sondern dann haben mir ganz, ganz viele Leute geschrieben und auch gesagt, hey Orlando, ich dachte, ich kann mir die Sedona Ultimate Challenge nicht leisten. Und jetzt weiß ich, ich hätte es mir nicht leisten können, sie nicht zu machen. Wenn du auch dein Leben radikal verändern willst und endlich wirklich lernen willst, das ist auch der Workshop, wo es wirklich darum geht, magisch, schamanisch, Intention und Manifestieren richtig von Grund auf zu lernen und dann umsetzen zu können. Wenn es dich interessiert, dann komm mit uns. September, Oktober immer, jedes Jahr machen wir das. Wie lange noch, weiß ich nicht, aber solange es halt noch geht, machen wir eben die Sedona Ultimate Challenge, 7 Tage schamanische Einweihung pur. Wenn du dabei sein willst, dann überlegst dir, vielleicht machen wir es nächstes Jahr wieder, aber schau es dir einfach mal an. Geh auf die Homepage, schau dir einfach mal wirklich an, was die Sedona Ultimate Challenge wirklich ist und was sie in deinem Leben für dich alles erreichen, verändern und regelrecht transformieren kann. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann bitte gib uns ein Thumbs up, abonniere den Kanal, du kriegst dann viel mehr gratis Videos mit wirklich guten Inhalten. Ich hoffe, dass es für dich ein guter Inhalt ist, also Thumbs up und schau dir einfach mal an, was bei Magic Mail noch möglicherweise alles für dich möglich sein wird. Klick auf die Seite und wenn dich speziell manifestieren und all diese Dinge wirklich Hochmagie interessiert, wie du wirklich Meister deiner Realität zusammen mit deinem Schöpfer werden kannst, dann schau, ob nicht die Sedona Ultimate Challenge ultimativ das Richtige für dich ist. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. So long, dein Freund Orlando.